passiert was anderes, was in den Medien ist. Es ist nicht so, dass Assad angreift und die Zivilbevölkerung Aber dort Menschen, massakriert. Aber Menschen sterben dort. Es sterben schon. Menschen, selbstverständlich. Die geopolitischen Zusammenhänge sind das eine und wer gegen wen. Aber ja, es nur, ist fürchterliches Leid und Menschen sterben. Es ist sterben immer dort. Entscheidend, natürlich, wenn Menschen sterben, ist es immer schrecklich. Es sterben übrigens 3 Millionen Kinder jedes Jahr an Hunger. Also das ist mindestens genauso schlimm. Kümmert sich übrigens kein Mensch darum. Aber natürlich sterben im Krieg Menschen, ist keine Frage. Nur die Frage ist zu stellen, warum sterben sie? Und wer hat damit angefangen und wer fördert das? Das und, allerdings werden wir jetzt vermutlich hier nicht lösen können. Ich hätte gerne noch 2 Sätze dazu gesagt. Ich glaube, das wollen die Fernsehzuschauer auch hören. Dass in Syrien der Krieg von außen am Leben gehalten wird, durch Waffenlieferung, durch Unterstützung, durch Ausbildung, muss man sich mal vorstellen. Die Rebellen, die dort auf Assad schießen und auch auf die Zivilbevölkerung, werden von den USA ausgebildet. Sie geben es offen zu übrigens, ja. Steht übrigens auch in einem Falter-Artikel von Ihnen, ja. Ich habe es extra nachgelesen. Lesen den Falter, also natürlich, doch. Ja. Und dann erzählt man uns, wenn jetzt die syrische Armee mit Hilfe von den Russen versuchen, die Rebellen aus einer Stadt, aus einem Teil einer Stadt zu vertreiben, wo sie die Zivilbevölkerung als Geiseln, als lebende Schutzschilde halten, dann heißt es plötzlich, das ist eine Aggression gegen Zivilbevölkerung. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Man hat jetzt endlich die Rebellen dort vertrieben und jetzt kommt die Europäische Union mit Frankreich und anderen und will jetzt eine UNO-Resolution, um die Zivilbevölkerung zu schützen, die gar keine Zivilbevölkerung mehr ist in Aleppo, in diesem Ost-Aleppo-Teil, sondern in Wahrheit die Rebellen. Das heißt, man versucht, diese 10.000 Rebellen da sicher rauszukriegen, um sie dann weiter gegen Assad kämpfen zu lassen. Nur, dass man mal ein Gefühl kriegt, was da abgeht. Das heißt, wir werden Gut, komplett verschaukelt. Die gesamte da Bevölkerung wird verschaukelt, da wird alles Mögliche erzählt. Assad ist der Böse, der muss weg. Und in Wahrheit wird der Konflikt von außen genährt und geschürt und das Ganze auf dem Rücken von 400.000 Menschen, die in Syrien gestorben sind, weil die USA mit Saudi-Arabien und Europa das angezettelt haben. Wir sind uns einig, dass es dort wahrscheinlich wirklich sehr kompliziert und sehr geopolitisch ist. Nicht kompliziert, es ist ganz einfach. Es geht um das Lage. Gasfeld okay. im Persischen Golf nehme, und das geht und es geht um die Gaspipeline, die durch Syrien laufen. Reden, es geht um die Gaspipeline, die durch Syrien laufen soll und Assad hat Nein dazu gesagt. Und deshalb muss er weg. So einfach ist es. Okay, für Sie ist das ganz einfach. Das werden wir jetzt, wie gesagt, hier am Tisch wahrscheinlich nicht wirklich klären können.